Was geht, Leute? Wir sind jetzt eine Woche später. Heute habe ich mein zweites Spiel in der englischen Woche. Wir spielen heute gegen Eilenburg. Gehe zu Hause um 19 Uhr wieder. Sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir ein gutes Spiel machen werden und ja, hoffentlich gewinnen werden. Das sind sehr wichtige drei Punkte für uns. Ja, ich nehme euch heute auch wieder mit. Prepared euch fürs Spiel mit mir. Und ja, let's go. Also wenn dann richtig, oder? Oh. Yes! Yep! Und jetzt können wir gehen. Jetzt können wir runtergehen, komm, wir gehen. Mich vorbereiten, weil englische Woche war sehr anstrengend. Ich mache mir, glaube ich, jetzt einen Tee. Gehe in meinen Laptop, hab da ein paar Sachen zu machen. Und danach würde ich mich ein bisschen dehnen. Dann Wohnzimmer, ein bisschen Musik hören. Bisschen hinlegen, nochmal ausruhen. Dann zum Mittag was essen und danach geht's eigentlich schon los. Ihr wisst ja, dass ich Schuhe verlost habe das letzte Mal. Und ich habe den Gewinner schon geschrieben. Philipp, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Kickschuhe von mir gewonnen. Wir werden wie abgesprochen auch einen Termin ausmachen, wo ich sie dir bringe. Das werde ich wahrscheinlich auch vloggen, dass ihr seht, dass ich nicht hier irgendwelche Tricks mache und dir dann nicht ihre Sachen dann gebe. Last but not least, Kickschuhe, die ich hergeben werde, sind die hier. Schön abgenutzt. Das war von meiner Anfangszeit in Chemnitz, habe ich die sehr, sehr oft getragen. Haben mir sehr viel Glück gebracht. Waren coole Schuhe, kann ich aber nicht mehr tragen, weil die sehr abgenutzt sind. Hey, wenn jemand Interesse hat an diese Schuhe, ganz einfaches Spiel. Um die Schuhe zu bekommen, lasst ein Abo da auf YouTube. Macht einen Screenshot davon, wie ihr ein Abo da gelassen habt. Und macht einen Screenshot von mir jetzt so. Und packt es in eure Story. Und ich werde das sehen. Ich werde das auf jeden Fall sehen auf eurer Instagram-Story. Und mehr ist nicht zu machen. Und dann werde ich sehen, wie viele Leute sich melden. Und dann werde ich das auslosen und dann mal schauen, wer glückliche ist oder die glückliche, die sich die Schuhe ergattern wird. Versucht euer Glück. Wie gesagt, ich werde öfters noch Sachen verlosen, Sachen verschenken. Ob das jetzt Fußballschuhe sind, ob ich darf, kann ja nicht alle Fußballschuhe verschenken, dann habe ich irgendwann gar keine mehr. Aber auf jeden Fall dann irgendwann auch mal ein Trikot, wenn ich das hinbekomme. Und ja, Gutscheine, keine Ahnung. Apple, Amazon, Spotify, was auch immer. Also ich sag euch ehrlich, ich habe was Krankes vor. Ich habe was Krankes vor für euch. Will das jetzt nicht unbedingt liegen, aber ich plane was sehr, sehr Cooles, aber das würde erst, keine Ahnung, in den nächsten 3, 4 Monate kommen, 5 Monate, wenn vielleicht die Reichweite von mir sich ein bisschen vergrößert hat. Aber die Idee, ich habe, vertraut mir, also die ist cool. Die ist cool, die ist cool, die ist cool. Ich kann mich mal vielleicht. Ja, warum und weshalb? Ist einfach, weil ich denke, viele Menschen möchten auch mitbekommen, wie andere Sportler. Bei mir werden es viele Sportler sein. Mal schauen, vielleicht auch Unternehmer. Einfach mal hinter der Lupe schauen, sag ich es mal so. Ja, und ich glaube, dass es sehr, sehr cool sein wird. Also ich habe sehr coole Gäste, muss ich zugeben. Ich habe sehr, sehr coole Gäste, auf die ich auf jeden Fall freuen werdet und freuen könnt. Auf jeden Fall werde ich dann auch irgendwann mal da sitzen, vielleicht mit meinem Bruder, vielleicht mit Barbarino, und werde mit euch reden. Aber erstmal sind die Gäste. Ist das mein Plan? Die Gäste, die ich hier habe, die sind schon gesaved. Und ja, wir sehen.
soll ich sagen? Also ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall 3 Bundesligaspieler jetzt schon mal habe und einen Spieler aus der spanischen ersten Liga, aus der La Liga. Das wird cool. Ich habe wieder Zeit für einen Nap. Das heißt, ich werde mir einen Nap gönnen, weil so viel Zeit habe ich auch nicht mehr, bevor ich losgehen muss. Kleinen Nap, dann wird sich umgezogen und ja, dann gehe ich los. Oh yeah! Ohne Spaß, bin ich der einzige Mensch, der sich so sehr auf Naps freut. Also, ich liebe Schlafen, ohne Spaß. Also, meine Jungs hassen es, weil ich immer schnell einschlafe. Und wer mag schlafen nicht? Bye. Paar Sekunden später. Hi. Ich bin aus meinem Nap erwacht. Jetzt habe ich hier meine Matte. Werde mir eine Black Roll dazu nehmen. Und ja, mich ein bisschen einrollen, ausrollen, wie man es auch nennen möchte, vor dem Spiel. Und ein bisschen dehnen. Wir sind auf dem Platz, auf dem Spielfeld und danach bei der Spielanalyse nach. Gestern war das Spiel gegen Einburg, aber ein sehr, sehr gutes Spiel. Wir haben 2-0 gewonnen. Ich konnte ein Tor machen endlich. Das war wirklich eine Last aus dem Herzen raus. Ne? Aber ja, was soll ich zum Spiel sagen? Wir waren sehr dominant. 3 Punkte geholt haben. Und ja, jetzt bin ich in der Nähe beim Hauptbahnhof hier in Chemnitz. Und wie versprochen, kriegt der Gewinner seine Schuhe. Ich habe die Schuhe im Kofferraum. Und treffe ich jetzt mit dem Gewinner und gebe ihm seine Schuhe. Philipp hat seine Schuhe bekommen, aber ich respektiere es. Er möchte nicht unbedingt jetzt auf der Kamera sein, aber wir haben ihm seine Schuhe gebracht, jetzt machen wir ein Foto und dann gehen wir. Wenn ich meine wir, dann meine ich Mr. Akindele, ist mit mir auch unterwegs, er war heute hinter der Kamera, hat mich ein bisschen gefilmt. Ja, er hat mir geholfen heute. Ganz kurz vom Film. Und ja, Philipp, wenn du das siehst, bist ein top Junge. Ich hoffe, du kommst gut nach Hause. Danke fürs Warten und bis bald. Für alle Leute, die reingeschaut haben, danke für alles. Vergesst nicht, comment, like und subscribe. Also lass ein Abo da, mach die Glocke an und bis bald. Love.